Gucken, wie es die Leute reagieren. Und ich sage, mein YouTube-Leben wird sich ändern. Naja, eigentlich sollen sie auch froh sein, weil ich werde immer täglich dann Videos rausbringen und so. Eigentlich ist es eigentlich schon gut. Ja. Okay. Richtig nach kurz richtig. Studienlampe ist an. Ja, die blendet ein bisschen, aber ist eigentlich ganz okay. Platz ist auch hier bereit. Gut, dann würde ich sagen, man kann anfangen. Lecker. Bis los, Gabi, ich habe neues Video. Ja, Leute, heute bin ich irgendwie, ja, es geht eigentlich ganz gut drauf. Weil, Leute, für euch ist es auch super, Leute. Wenn ihr die Nachrichten hört, dann würde ich schon denken, geil, ist das geil. Weil mein YouTube-Leben wird sich ändern. Jetzt denkt ihr ja erstmal bestimmt, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wie macht der? Macht der jetzt noch später seine Videos? Nein, sondern ich mache es anders, Leute. Ich mache meine Videos früher. So, ich habe mir mal so überlegt. Also, ich habe mit Tim telefoniert. Ich kann heute wieder nicht reden, nice. Ich habe mit Tim telefoniert. Ich grüße auch noch ganz herzlich den Tim, MC-Schuler.D. Bäm, wird auch eingeblendet. Also ich habe auf jeden Fall mit Tim telefoniert und der hat so gesagt, ja, ich mache auch gleich mal ein Infovideo, vielleicht werde ich auch mein YouTube-Leben ändern. Und dann habe ich so gefragt, was meinst du denn mit ändern? Und dann sagt er so, ja, ich bringe, guck mal, wenn ich einmal ein Video rausgebracht habe, bringe ich 2 Wochen später erst das nächste Video raus. Das geht so nicht, die warten dann 2 Wochen und denken dann, what the fuck, hört er jetzt auch mit YouTube auf oder was? Und mache ich dann immer wieder Angst. Gut, da habe ich mir so gedacht, okay, hat er schon recht, ne? So mache ich es ja auch. Und da habe ich so gefragt, ja, ey, kannst du mir ein paar Tipps geben? Dann hat er gesagt, ja, guck mal, ich zeige dir jetzt mal, wie ich das mache. Er wird sein, wahrscheinlich, er weiß noch nicht, mal gucken, hat er gesagt, er wird vielleicht seine Uhrzeit ändern, wenn er täglich, also er macht täglich dann Videos um diese Uhrzeit, er macht sich dann so einen Plan, habe ich nämlich auch vor. Ja, ich habe schon ein weißes Blatt rausgeholt, ein großes. Das werde ich mir auch hier aufhängen, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, also ich mache mir einen Plan, also wann ich meine Videos rausbringe. Es wird höchstwahrscheinlich um 15 Uhr sein ungefähr, um 16 Uhr. Habe ich erstmal gesagt, okay, mache ich dann vielleicht auch, ja. Dann hat er gesagt, ich werde gucken, dass ich wirklich jedes Mal pünktlich, beispielsweise wenn ich sage um 15 Uhr, ja, jedes Mal pünktlich um 15 Uhr, wirklich pünktlich 15 Uhr mit Video anfangen. Oder eher gesagt, schon ein bisschen früher, beispielsweise wenn ich um 16 Uhr das Video mache, ja, dass um Punkt 15 Uhr das Video anfangen, dass Punkt 16 Uhr hochgeladen ist, ja. Oder ich so mache, ich zeige dem Video die Uhr, ja, wir haben jetzt Punkt, bla bla bla, dann habe ich das Video gemacht, ja, okay, super, ja. Dann sind die Leute auch jeden Tag pünktlich, also es geht ja nicht darum, dass man die pünktlichen Videos raus soll, das kann ja auch abends doch sein. Das ist nur so, dass die Leute, es geht darum, dass die Leute jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag ein Video, mindestens ein Video, ja, man kann auch 2 machen, wenn man Bock hat, noch besser, ja, aber mindestens ein Video muss rausgehauen werden, ja, hat der Tim so gedacht, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich es auch so, ja, und jetzt, dieses Video wird wahrscheinlich heißen, Infovideo über mein YouTube-Leben wird sich ändern, so wird es wahrscheinlich heißen irgendwie, also Leute, jetzt kommen wir mal zum Klarpunkt, jetzt geht's los mit meiner YouTube-Umstimmung, let's go. Okay, Leute. Ja. Es wird jetzt. Mein YouTube-Leben wird anders sein. So, warte, schon mal kurz meine Stiftebox. So. Meine Stiftebox ist da am Bäcker, am Snittle. So, okay. So. Ich brauche jetzt erstmal einen guten Stift. YouTube schreiben wir mal im Rot, ja? Oh, eigentlich ganz okay. Ich reiße mal meine Augen so auf. Die Scheiße. Die Lampe mich blendet. So. Leute, hast du jetzt auch, wenn das Licht so ein Auge rein geht, das ist auch gar nicht gut. Ich hasse das. So, muss ich jetzt aber auch mit klarkommen. So, also, ich nehme Rot für YouTube, ja. Ich habe da nämlich ganz fett drüber, wirklich oh, pff, ganz fett, schreibe ich drüber YouTube Timer oder was weiß ich. Halt YouTube, für YouTube das halt, ja. Ich habe ja hier schon mein Bild hängen, das werde ich jetzt auch nochmal einblenden. Hier wird es jetzt sein. Ich habe ja da schon mein, also
Bäm, jetzt wird's eingeblendet. Also ich habe ja hier schon meinen YouTube-Button, das ich selbst natürlich gemacht habe. Mein Marcel.Vogel-YouTube-Button von YouTube. Habe ich ja extra das schon fett drüber gestanden. Natürlich habe ich das selbst gemalt, aber ist eigentlich ganz gut geworden. Wie findet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr gerade das Bild da gesehen. Und ja, und dann werde ich das hier auch noch einfach hier hinhängen. Ich werde auch für euch am Ende nochmal, eben ganz am Ende, wenn ich das Video beendet habe, nochmal Bild einblenden, wie es jetzt da hängt. Ja, weil ich muss sagen, ich muss mein Leben, also von YouTube einfach ändern, weil es bringt nichts, wenn ich wirklich Video mache, was ich jetzt heute, das Video, ja, und dann mir nicht an die Versprechen halte und dann einen Monat später das nächste Video raushau. Dann, da würdet ihr verrückt, weil dann denkt ihr so, ey, Junge, hört ihr jetzt mit YouTube auf oder wieso macht er keine Videos mehr, ne? Und das ist einfach langweilig für euch, ja? Mein Klassenkamerad, der hat schon gesagt, ja, wenn du den YouTube-Kanal hast, wieso haust du wegen, er folgt mir auch, der hat mich auch abonniert und so, guckt auch täglich meine Videos wirklich an. Und, ja, und er hat halt so gesagt, wieso machst du eigentlich täglich keine Videos? Ich habe mir nur so gedacht, ja, okay, muss ich eigentlich was ändern, ne? Ja, und dann vielen Dank auch wegen dir jetzt auch nochmal das raus und wegen den lieben Tim und wegen den lieben Klassenkamerad. Habe ich jetzt mir auch beschlossen, dass ich wirklich jeden Tag pünktlich um diese Uhrzeit wirklich was machen muss, ja? Okay, so. Ich habe mir jetzt mal ein paar Stifte herausgeholt. So. Ich werde es auch nachher nochmal, warte, ich gucke mal kurz, ob der Stift hier schreibt. Ja. Ich nehme den Stift ja auch noch zu markieren nachher, was wirklich ganz wichtig ist. So, machen wir es wieder weg. What the fuck, hier geht gleich alles kaputt. So, weil wirklich was ganz wichtig ist, muss wichtig sein. So, Leute, jetzt fangen wir wirklich an, wo wir alles ausschreiben. Lego! Okay, Leute, kommen wir erstmal zum wichtigsten Teil, ja? Ja, also, ich schreibe jetzt erstmal da fett gedruckt YouTube. Fett gedruckt. YouTube, das wird ihr aber am Ende auch sehen. Ja, ich halte es jetzt nicht immer in die Kamera. Jetzt halte ich das einmal wirklich, wo ich das YouTube da alles geschrieben habe. Aber dann wird ihr es ja auf dem Bild selbst sehen. YouTube Umstellung, so. Richtig. So, YouTube Umstellung. Ja. So. Wirklich, da ist es. YouTube Umstellung. Umstellung, so. YouTube Umstellung. Boah, ich kann das Wort nicht aussprechen. YouTube-Umstellung. Sprachenlernbar. So, also YouTube-Umstellung, ja, machen wir jetzt auch einfach mal kurz. So, wir überlegen jetzt alle zusammen, ja, was man machen könnte, ja, um YouTube-Umstellung zu machen. Also, wie mein Freund Tim schon gesagt hat, also MC Sula D, man muss wirklich eine feste Uhrzeit haben, wann das Video hochgeladen ist, ja. Ich sag jetzt einfach mal so, ich fange um. Das Video wird ja auch schon ein bisschen gehen. Ich sag mal so um 5:30. Halb vier, ja? Fange ich das Video an. Also 15.30 Uhr, 3:30, ja? Fange ich das, also, warte. Warte. Zeit. So, wirklich. Zeit zum Video. So, Zeit zum Video. Das ist, ich fange um 15 Uhr. Mache ich das Video. Wir haben jetzt 15.20 Uhr. Ja, 15.20 Uhr haben wir jetzt. 15.20 Uhr habe ich gerade in Kamera gelesen. Weil es umgedreht ist in der Kamera auch. Wir haben jetzt 15.05 Uhr. So. 15.05 Uhr, Leute. Weil hier steht eine, das sieht aus wie eine 2 und eine 0, weißt du? 15 Uhr. 15.06 Uhr jetzt.
15:06 haben wir jetzt. Vielleicht wird es auch wirklich pünktlich sein, aber ich denke, wegen das wird es auch schon ein bisschen dauern, bis wir das alles hier geklärt haben mit euch. Deswegen wird es jetzt, glaube ich, nicht so pünktlich. Aber es geht ab morgen. Wenn es heute nicht pünktlich hochgeladen ist, es gilt ab morgen. Ja? Ja? So. Zeit zum Video. 15:30 fange ich an. Ja. 15:30 fange ich an. Ja, das ist wirklich wichtig, dass man das wirklich im Kopf hat. 15:30 fange ich wirklich das Video an. Ja, es muss pünktlich um 15:30, ja. Wenn es ein bisschen früher ist, ist es noch besser, ja. Aber es muss mindestens um 15:30 muss man damit angefangen haben, ja. Also ich mindestens, ja. Dass ihr auch noch was zu Augen bekommt, ja. So, ja. Wenn das Dings der Name muss ist. Es muss um. So, warte, wir gucken jetzt mal. Es muss mindestens. Machen wir mal. 17:00. Ja? Es muss um 17:33 auf jeden Fall hochgeladen sein, ja? 17:33 muss es pünktlich hochgeladen sein. Wenn es ein bisschen früher ist, ist es ja auch okay. Aber mindestens um 15:33 muss es hochgeladen sein, ja? So, dann haben wir also, es muss um, also Zeit um Video, Zeit zum Video ist es um 15:30 und fange ich mit dem Video an oder fange ich an. Und es muss um 17:33 hochgeladen sein, ja? Muss dann auch hochgeladen sein, ja? Super. So, das habe ich schon mal aufgeschrieben. So, da halten wir uns ab morgen auch dran. Wenn es heute geht, ist es super, aber denke ich mal nicht. Also warte, 15:08 haben wir jetzt und 15:30 soll ich anfangen und es muss um 17:33 hochgeladen sein. Könnte noch klappen, ja? Wenn ich, ja, ich brauche ein bisschen auch zu schneiden, aber könnte es wahrscheinlich hochgeladen sein, ja? Dann. So, wenn ich das dann auch habe, ja? So, dann muss es, wegen, ich mache sonst immer die gleichen Videos. Ja, ich muss auch noch andere Videos hinkriegen, ja? Es, warte. Regel, ja, Regel. Es darf nicht immer das gleiche sein. Also Leute, es darf nicht immer das gleiche Video sein, ja? Wie Beispiel jetzt, sag mal schnell. Wie Beispiel jetzt, ich, ja, ich mache ein Fortnite-Video, nächsten drei Tage, ja, mache ich wieder ein Fortnite-Video. Dann immer wieder ein Fortnite-Video. Dann mache ich bestimmt 5 Fortnite-Videos und dann mache ich erst wieder eine neue Regel. Dann mache ich 5-mal von das, dann mache ich 5-mal von das. Ja, es muss immer wieder mal neu sein. Wenn ich in Teil 1, ja, das da kommen wir auch noch gleich zu. Wenn ich in Teil 1 bringe, muss es mindestens 8 Tage, ja, warten, bis man Teil 2 von das Beispiel ist. Der schwarze Mann, da habe ich bestimmt schon 1 oder 2 Wochen noch kein Ding da gemacht. Ich muss wirklich dann nochmal am Wochenende oder so ja, zu Tim gehen und das dann noch wirklich nochmal, wenn es gutes Wetter ist und ich hoffe es auch, drehen, ja, der schwarze Mann Teil 2, ja, ist auch bei euch eigentlich ganz gut angekommen, deswegen muss es auch, ja, auch wenn es nicht gut ankommt, muss es trotzdem noch kommen, ja, und dann kann man immer noch entscheiden, soll ich dann Teil 3 noch machen oder nicht, ja, so, also es muss immer auf jeden Fall Regel, es darf nicht immer das gleiche sein, ja, wenn man eine Fortsetzung folgt gemacht hat oder ein Teil 1 gemacht hat und dann wartet auf den Teil 2, muss mindestens 8 Tage warten, ja, bis die Leute, wegen, die gucken ja nicht direkt jeden Tag, warte, machst du was Neues, ja, die warten jetzt auch erstmal 2-3 Tage ab, ja, und gucken mal andere Videos und dann gucken die jetzt was an, deswegen, und für die anderen, ja, wegen, man darf ja nicht, ja, mindestens 2 Tage muss direkt ein neues, ja, dann kommt die ja gar nicht hinterher mit den Videos, deswegen muss 8 Tage mindestens warten, ja, dass, wenn es ein paar schon mal angeguckt haben, dass man dann das Teil 2 machen kann, ja, also Regel, es darf nicht immer das gleiche sein, ja, es darf halt nicht immer das gleiche Video sein, das heißt, mindestens 2 Videos dürfen gleich sein, wenn, ja, und dann geht's weiter, ja, so, so, jetzt mit wieder eine neue Regel. Das ist die erste Regel. Jetzt kommt die zweite Regel. Regel. So. So, zweite Regel.
wenn man ein Wort, warte, mach ich das mal anders. Wenn man ein, kürze ich das mal ab für F Punkt, F Punkt S, ja? F Punkt S ist für Abkürzung für Fortsetzung folgt, ja? Ja, also Regel, wenn man ein Fortsetzung folgt, gemacht hat, muss man 8 Tage warten. So, ja. Wenn man einen, so, ich lese jetzt mal vor. Regel, zweite Regel. Wenn man ein Fortsetzung folgt gemacht hat, muss man 8 Tage warten, ja? Das ist auch bei mir jetzt Pflicht, ja? Ich weiß nicht, wie es bei anderen YouTubern ist, aber bei mir ist es Pflicht, ja? Weil es kann nicht sein, dass ich mindestens immer, es darf auch nicht eine Woche oder so sein, ja? Das ist nämlich viel zu lange. Es muss mindestens 8 Tage gehen. Guck mal, die armen Leute, die meine Videos auch ansehen und mich auch abonniert haben, auch vielen Dank auch dafür, die mir abonniert haben. Die kommen gar nicht mehr hinterher, wenn ich direkt ein Video mache, ja, am direkten nächsten Tag oder direkt zweiten Tag, ja, direkt ein Dingser-Video und die haben erst mal ein Video von mir angeguckt. Dann kommen direkt Videos, 8 Videos direkt hinterher, ja, und die müssen jedes einzige am Tag jede 4 Videos angucken, ja, dass sie überhaupt herkommen. Die dürfen natürlich auch ein Video von mir gucken und 2, 3, 4 Videos von anderen, die halt größere Abonnenten haben, ja, gucken. Oder von mir 2 Videos angucken von anderen 3 oder 4 oder von mir 4 Videos und von den anderen 2, ja. Das ist egal, ja. Das ist wirklich egal. Ja, aber die müssen halt mitkommen, ja. Wenn die mal einen anderen YouTuber gucken wollen, das ist immer nur mich, ja. Ist okay, ist verständlich. Wegen andere YouTuber machen mal andere, sehr andere Sachen, die ich jetzt nicht so mache, wie beispielsweise ASMR oder so, ja. Ja, da komme ich auch noch gleich zu, was, wieso ich mal kein ASMR mache. Ja, also deswegen ja, muss es mindestens 8 Tage warten, bis man bis man Teil 2 dann vom Fortsetzung folgt macht. Ja, aber wenn halt die 8 Tage noch halt nur 2, 3 Leute angeguckt haben, das tut mir leid, dann das müsst ihr damit rechnen, weil ich kann nicht mindestens 1, 2 Wochen ja warten, weil die Wochenende gehen wieder schnell rum. Die nächsten Ferien dauert noch ein bisschen, wenn wir die haben, ja. Und Wochenende geht immer voll schnell rum, ja. Wir haben immer mindestens 2 oder 3 Tage, ja, Wochenende, ich sag immer Ferien, Wochenende, ja. Und ich kann nicht in die Wochenende, ja, dann kann ich einfach nicht warten, weil das nächste Wochenende dauert dann wieder ein bisschen, ja. Und vorproduzieren, ja, könnte ich machen, aber habe ich auch nicht immer so Lust oder Zeit für, ja, das vorproduzieren, ja. Deswegen mache ich gerade das. Bruder, muss los. Muss los, Bruder. Muss los. Ja, es tut mir leid, mein Stift ist gerade runtergeflogen, ja. Und, ja, deswegen, Leute, vorproduzieren, aber ich habe jetzt auch nicht immer so Bock oder die Zeit für zum Vorproduzieren, ja. Und deswegen, ja. Ja, ging das alles. So, Regel 3. Dritte Regel. So, ist, wieso ich kein ASMR-Video mache, ja? Nee, gar nicht. Das ist, kommt ja hier gar nicht drauf. Das ist ja generell so. Dritte Regel, also da komme ich gleich schon mit ASMR. Also dritte Regel ist erstmal mein YouTube-Kanal. Der heißt ja Marcel, großes M.Vogel, ja? Kann auch Marcel M.Vogel sagen, ja? Aber ist mit großem M geschrieben, deswegen sage ich immer Marcel, großes M.Vogel, ja? So heißt auch eigentlich. Aber man kann auch Marcel M.Vogel nennen, ist egal, ja? Ja, passend zu dir in die Hülle. Ja, auf jeden Fall, dritte Regel ist, ich werde vielleicht höchstwahrscheinlich meinen Kanal ändern. Also Marcel M. Punkt bleibt stehen, ja, aber Vogel. Ich habe mich Marcel M. Vogel oder Marcel großer M. Vogel nur so genannt wegen Vogel, weil ich immer früher Familie Vogel Videos, ja, und das eine Haus da, ja, gemacht habe, ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, so, ja, Marcel M. Vogel, ja. Also Marcel Kurs M. Vogel, ja, Vogel, weil ich immer früher gern, wo ich noch klein war, halt
gerne immer Videos gemacht habe, ja? So Glam-Videos. Aber Familie Vogel macht mir jetzt nicht mehr so Spaß, die Familie so Videos machen. Das ist auch nicht immer so gut bei euch angekommen, deswegen macht das langsam keinen Spaß mehr. Ganz normale Glam-Videos mache ich immer noch hin und wieder mal mit meinem Onkel oder so. Das kommt auch eigentlich sehr gut bei an. Das letzte Video war, glaube ich, 4 oder 5 Daumen nach oben. Das war eigentlich ganz gut. Und ein Daumen nach unten oder so. Oder sogar kein Daumen nach unten, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber es kommt auf jeden Fall so bei mir 5, 6 Daumen nach oben ist bei mir echt gut, sehr gut ankommen, ja? Ja, und deswegen werde ich vielleicht meinen Kanal ändern in Marcel M. Bleibt stehen, aber Vogel halt nicht. Vielleicht mache ich mal Marcel großes M. Pro, ja, oder anders halt, ja. Vielleicht, ich habe ja noch nicht gesagt, dass es so ist, ja. Ist nur vielleicht, aber die Regeln damit taktisch Videos mache ich auf jeden Fall, aber das ist, das schreibe ich auch in Klammern dann dahinter direkt, vielleicht, ja. Ich überlege es mir. Vielleicht bleibe ich es auch verstehen, aber dann hat Vogel keine richtige Bedeutung mehr, ja? Also wenn es dann Marcel M. Vogel ist, dann kann man sagen, wie der Name ist dann wie gestorben, ja? Dann haben wir einen neuen Namen. Aber vielleicht lebt er dann auch. Mal gucken. Also dritte Regel ist Regel dritte Regel ist Name ändern in Marcel. Boah, jetzt habe ich gerade selbst meinen Namen vergessen. M. Pro. Oh Mann. Pro. Vielleicht. Ja. Ja, mit 5 Ausrufezeichen auch dahinter direkt. Vielleicht, ja, weil, ich weiß es noch nicht. Wenn, dann heißt es entweder Marcel M. Pro mit P geschrieben, also P-R-O oder B-R-O, ja, Pro oder Bro. Ja, mal gucken. Wenn Vogel nicht mehr ist, werde ich es wahrscheinlich Marcel M. Pro nennen, ja, also mit P oder mit B geschrieben, mal gucken, ja. Aber soweit ist es noch nicht, ja, mal gucken, ja, aber wenn, dann wird es auch erst so übermorgen geändert oder so, ja, mal gucken. So, ja, dann könnt ihr übermorgen auf meinen Kanal gucken, dann seht ihr ja, ob es Pro heißt mit P oder B oder immer noch Marcel M. Vogel, ja. Ja, und dann könnt ihr ja irgendwann nochmal gucken, vielleicht wird es dann geändert, ja, aber nur vielleicht, da ja, überlege ich mir halt noch. So, das sind jetzt eigentlich die ganzen Regeln, wie wir haben jetzt 3 Regeln und, ja. Und das andere ist halt nur, mache ich hier F für Pflichten. F für Pflicht. So, okay. Ich habe jetzt hinter der Zeiten, wo man Video machen muss und das hochgeladen ist, F für Pflicht und so eingekreist, F für Pflicht, ja. Das Bild seht ihr, wie gesagt, habe ich eher eben gesagt, wird hier eingeblendet. Wird es, ja, habe ich ja eben gerade hier eingeblendet, das habt ihr ja gesehen, wie das jetzt aussieht. Ja, das war das Bild, das ich nach dem Video, wo ich fertig war mit Schneiden, auch noch hinzugefügt habe, ja. Ja, das ist das also. Zeit um Video. Zeit zum Video ist um 15.30 Uhr, fange ich an, ja. Es muss um 17.33 Uhr hochgeladen sein. Regel Nummer 1, es darf nicht immer das gleiche Video sein, ja. Zweite Regel, wenn man Fortsetzung folgt gemacht hat, muss man 8 Tage warten, ja. So, dritte Regel, Name ändern in Marcel M. Pro mit B oder Pro mit B. Vielleicht. 5 Ausrufezeichen, ja. Das ist jetzt unser Plakat, das hänge ich jetzt gleich hier auf, dass ich es nie vergesse, dann kann ich mal gucken, okay, wann muss das nächste Video gedreht werden, ja. Das ist wirklich dann, jetzt haben wir 15.20 Uhr, ja. Jetzt haben wir 15.20 Uhr, ja. Vielleicht sieht man das auch, ja, 15.20 Uhr, ja, wirklich. 15.20 Uhr, ja, auf jeden Fall, also wenn vielleicht steht ja auch noch gleich 15.30 Uhr, dann kann ich sagen, wenn jetzt das Video eigentlich jetzt gemacht werden sollte, ja, vielleicht wird es auch heute noch um 17.33 Uhr hochgeladen, dann ist wirklich so pünktlich, dann kann man sagen, wie pünktlich, ja,
Ja, man darf auch natürlich schon früher anfangen, das ist noch besser. Und wenn es dann auch schon früher hochgeladen ist, ist es natürlich noch besser, ja. Das ist natürlich, aber es darf nicht später hochgeladen sein, das ist gar nicht gut, ja. Gut, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, ja. Ich hoffe, es ist wirklich, ihr seid damit zufrieden. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nur, ja. Ja, gut, das war auch eigentlich schon mein Video, ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen in das Video, ja. Wie gesagt, das Plakat habt ihr ja beim einen Bild, was ich eben eingeblendet habe, gesehen. Ja, gut, das war nämlich alles, weil sonst habe ich eigentlich keine Regel mehr oder das, was Pflicht wäre, ja. Halt nur das war Pflicht, weil ich musste das Video mal machen, wegen ich habe mir schon so lange überlegt, wahrscheinlich schon ein, zwei Wochen habe ich mir schon überlegt, soll ich wirklich mal jeden Tag ein Video raushauen. Ich habe auch immer Bock, habe ihnen so gesagt, nee, ich glaube, den Leuten gefällt es nicht oder so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr seid jetzt damit zufrieden. Ja, ich habe eben das Bild eingeblendet. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Das könnt ihr euch auch angucken, ja, das Bild. Ja, mache ich jetzt auch nochmal, weil ich so nett bin. Bäm, hier im Groß. Jetzt seht ihr mich kurz nicht mehr, also hier im Groß. Und ja, also ich hoffe, ihr seid damit das Video dann zufrieden, ja. Ich hoffe es echt. Ja, da könnt ihr, ich habe jetzt gerade nochmal groß eingeblendet, da könnt ihr es auch nochmal gut sehen. Ja, ich hoffe, ihr seid mit den ganzen Regeln, Pflichten und was weiß ich noch, zufrieden. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, ob ihr damit zufrieden seid oder wenn ihr nicht damit zufrieden seid, dann könnt ihr es mir gerne schreiben, womit ihr, welche Zeit, bitte noch ein bisschen früher ist, da muss schon bitte um 16.33 Uhr oder um 16 Uhr, Punkt 16 Uhr hochgeladen sein. Ja, dann mache ich nochmal ein Video und sage dann, ob ich es mache oder nicht, ja, aber soweit ist es noch gar nicht. Leute, wenn euch das gefallen hat, das Video, und wenn ich hier irgendwas ändern soll, dann schreibt es in die Kommentare, Leute. Wenn euch das trotzdem das Video gefallen hat und ihr damit zufrieden seid, dann gebt doch einen Daumen nach oben, also ein Like, Leute, auf mein Video. Abonniert die Glocke, abonniert meinen Kanal, Leute, die natürlich keine Videos mehr von so Videos und anderen Videos verpassen sollt, ja. Pflicht, es muss, Regel Nummer 1, es darf nicht immer das gleiche Video sein, also andere Videos, jetzt kann ich es auch sagen, andere Videos, dann ihr sehen könnt, ja, Regel Nummer 1 ist es. Ja, ich hoffe, euch hat es dann gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bald auch nochmal wieder. Wir haben jetzt 15.23 Uhr. Vielleicht sehen wir uns dann auch nochmal bei so einem Infovideo nochmal wieder. Ja, kann auch sein beim Spiel. Aber wenn wir sowas nochmal hier machen sollten, wegen sowas, dann seht ihr mich wahrscheinlich dann nochmal wieder. Mal gucken. Oder ihr seid damit zufrieden. Dann wäre es perfekt. Ja, unterstreichen brauchst du eigentlich nicht, weil es ist eigentlich super perfekt. Alles blitzblank, ja. Alles perfekt und ja, dann würde ich sagen, Leute, das war mein Infovideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt ein Like. Wenn ich irgendwas ändern soll, schreibt es in die Kommentare. Und abonniert immer schon den Kanal. Abonniert immer mal schon den Kanal. Ich kann aber echt nicht reden. Abonniert immer meinen geilen Kanal. Ja, macht die Glocke an, schaltet mir, dass ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ich würde sagen, Leute, das war's für ein Video. Und ich würde sagen, bis dahin, ich bin raus, euer Marcel. Ciao!